Moin Sie und zum Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind in Yorvik, haben uns hier mit einer alten bekannten Freundin irgendwas getroffen. Man hat versucht, sie umzubringen. Und wir müssen jetzt mal rausfinden, worum es geht. Und wo ihr Mann, weiß ich nicht, Freund ist. Gott. You don't say. She can't have gotten far. Look around. Let's go. Ja, warum rennt sie denn da vor den Typen rum? Und hält sich nicht hinter denen oder so. Untertauchen bitte. Danke. Have you seen a Bajarmian woman? Answer well if you know what's good for you. I haven't seen her, I swear. Did you hear something? Keep an eye out. Look, over there. Is that her? Hä, warum rennt sie ihm denn genau vors Gesicht? The third crate of mine taken this week. And with no explanation. Rules are rules. Yeah. More of them. Just there. Keep your head down. Hey, I'll have a word with you. Ja, dass das nicht geklappt hat. I think it is safe now. Gods, Eivor. Your arrival could not be better timed. Call it fate. I had hoped our paths would cross again. Though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. While King Richier is preoccupied with the money shortage, a group called the Red Hand has been impeding their will. The ones who attacked you? Yes and no. They are bandits, but someone is controlling them. Look no further than the names in that letter. Killing them is the reason I'm here. But they are cold. The slush in the streets often drips from the goddess of the halls. When in doubt, look to those in power. You mean the council? Yor is on the council. That works in our favor. Someone we can trust to find the answers we seek. Yes. We are near there. Au. Okay, jetzt habe ich schon den Dialog natürlich relativ wenig mitbekommen, ne? Nur, dass Jore halt im Rat sitzt. Your death comes. Shadows now. I do not see any others. Let's keep moving. This way. So, haben wir das erledigt. War natürlich äußerst unschön jetzt. Dann kann ich auch meine hässliche Kapuze absetzen, ne? Das war irgendwie, wirkte sehr buggy, die Quest, auch ihre Laufwege und so, ne, immer vor den Leuten rum. Das war halt...
Ist hier das kleine Händlerkind? Wahrscheinlich schon. So, und da vorne ist die Ratshalle. Die königliche Halle sogar. There's Jor. Jor. Look who has come. It pleases me to see you, old friend. All are welcome here in Jorvik. It is good to find you well, Jor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior, about a rot in your city. Free figures, corrupt and dangerous. We should work together to bring them into the light and kill them before they come to power. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Jor. What? These people send the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. This is the letter that was sent to our home. The needle, the firebrand, the vault. They belong to a group called the Order of Ancients. These are their assumed names, our leads. Listen to her, Jor. She has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into Jorvik. But King Rishi's hands are full, which means my hands are full. Counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the three of us. But you should introduce me to the king. I'll need to align with him if we are to go about this freely. The Picts are winning this war. We should be scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Farefit, but we also have a responsibility to our townspeople. The Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. Hjor, I was not aware we had company, the likes of which I did not approve. Oh, he did then, somewhere. King Rishie, I am Eivor of the Raven Clan. Well, Eivor of the Raven Clan, as you can see, I'm in the middle of something. Hjor, perhaps for lack of better judgment, deems it necessary that you interrupt. Why? You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Juvina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived, but the Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? He's some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger. Took our old camp by the River Nene, as I hear it. I am Faravid, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reeve of Jorvik. I have seen rebel groups like this before. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want. Not what Halfdan wants. Oh, dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand, and I'll rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said. I would rather not be worrying about them come Yuletide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Hjor, send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said. We don't have... Find it. I have spoken. Das ist ein toller König. Tells me to find more silver. Where? In a dragon's hoard? Bei der roten Hand. Come. I will take you back to Ljufina. She will know where to begin. I cannot tell if that went the way you had hoped. It went well enough. Rishie will stay out of my way.
No one can argue the Red Hand must be dealt with. Speak a word of this to no one. A circle of trust must stay between the three of us. You will forgive me for stepping away. I grow weary of those pissing contests. My love, I am sorry for what happened. I should have been there. Nonsense. You have your duties to fulfill. Besides, a few bandits is hardly something to worry over. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. Once you catch the tail, you do not let go. Old habits die with the struggle. Jor has changed, softened. Politics. It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for him. You have made something of yourselves here. Perhaps. What do you have there? Christian texts. The Gospels. Ecclesiastes. The Revelation of John. The Red Hand steals all they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Althon is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. Ja, interessante Frage, ne? Was wollen die mit den Texten? Sind das Nordlinge quasi, die die Christen aus dem Land vertreiben wollen? Ich meine, da haben sie dann echt viel zu tun. What does the Red Hand want with Christian texts? That is the question. Whatever it is, there is no length they will not go to retrieve them. They have even burned people alive who refuse to hand over what they demand. Where is the largest collection of texts in the city? The archives. But they haven't been so bold as to attack it yet. Althon keeps a close eye on the place. I'll try my luck there. I went by the harbor when I first arrived. The Dogmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. He's been using Jorvik's money shortage to increase taxes. As if he's been ordered to by the council. Jor would never wrong the people like that. Even if Rishie demanded it. The Dark Master is a thief and a liar. A man in need of a throttling. I'll have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchants' wares. Mhm. Na, vielleicht kann man da ein paar Freunde gewinnen. I'll get started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I would swallow a horse heart to join you, Eivor. I know, old friend. Your loyalty is why I need you here. I'll return when I find something. Ja, ein sehr herzliches Willkommen. Und ganz da oben haben wir was. Das können wir uns doch gleich mal angucken, oder? Da müssen wir uns auch um unsere Skillpunkte kümmern und alles. Kann ich mich daran nicht festhalten? Ich kann ja auch nicht bis nach da drüben springen, oder? Oh doch. Okay. Dann halt so. So, dann schauen wir doch mal nach. Ja. Im Zentrum Northumbrias befand sich die heutige Stadt York, die als Mittelpunkt der politischen Macht im damaligen Nordengland angesehen werden konnte. Die Stadt, die von den Römern Eboracum, von den Sachsen Jorvik und von den Nordmännern Jorvik genannt wurde, entwickelte sich zu einem bedeutenden internationalen Handelszentrum des 9. Jahrhunderts. Auf dem Kopari-Gata-Markt wurden Waren aus allen Teilen der Welt feilgeboten
Und wenn man nicht aufpasste, konnte man dort ganz schnell auch mal seinen Geldbeutel verlieren. König Rischige, keine Ahnung, die haben ja alle ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen. Ein König von Northumbria. Trotz seines listigen und berechnenden Naturells ist König Rischige von Northumbria vor allem durch Glück zur Königswürde gekommen. Er herrschte über York, eine Stadt voller Gier, fühlte sich als König jedoch nicht völlig wohl, solange er spürte, dass in Wahrheit Halfdan alle Fäden in der Hand hält. Angesichts des Schicksals, das seine Vorgänger ereilte, hält er es aber für das Beste, einfach abzuwarten und den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Ja. Der Typ hat weder besondere Führungsqualitäten, noch scheint er besonders clever zu sein. Er ist einfach ein Opportunist, würde ich behaupten. Lufina im Bjarma ist dort hier. Eine Prinzessin aus dem Bjarma-Land. Im Gegensatz zu ihrem Mann Jörg Halfson hat Lufina sich nie an ein Leben in der Politik und an den relativen Wohlstand gewöhnt. Trotz ihres fremden Aussehens und ihrer Wurzeln ist sie stark und unermüdlich geblieben. Eine wahre Wikinger-Prinzessin. Jo. Einst Mitglied der herrschenden Königsdynastie Westnorwegens, verließ seine Heimat, nachdem König Harald Anspruch auf alle Königreiche erhoben hatte. In England saß Jörg bald im Rat des Königs von York. Obwohl sein Name Schwert bedeutet, ist er häufiger mit Münzsäcken bewaffnet, der beliebtesten Waffe auf dem Schlachtfeld, der Politik. So, wir können jetzt Stich die Nadel und brenne wie Zunder. Und dann fehlt noch die Kammer, ne? Ich habe ja so ein bisschen Lulina. Sie hat halt komisch geguckt, ne? Im Verdacht, nur aufgrund dieser Tatsache, habe ich drüber nachgedacht, ob sie vielleicht den Angriff nur vorgetäuscht hat oder so. Ach so, das ist Asgard. Asgard interessiert uns natürlich nicht. Also das Archiv können wir durchsuchen. Oder den Hafenspeicher. Wir gucken mal, was näher dran ist. Also der Hafenspeicher ist ganz da drüben, klar. Das Archiv dürfte aber hier drüben sein, genau. Dann gucken wir uns zuerst einmal dort um. Du bist ein Jomsvikinger, würde ich behaupten. So, wir gucken mal. Wir wollten hier oben, glaube ich, irgendwo den Weg des Bären weiter beschreiten. So, kann ich eigentlich noch mal in die Halle rein? Bestimmt, ne? Ich habe da jetzt quasi freien Zutritt, würde ich vermuten. So, du bist hier so ein komischer Jomsvikinger, sehe ich das richtig? Ja. So, irgendwo gab es ja aber auch... Achso, die andere Sprechblase ist sie, okay. Ich dachte, ich hätte hier hinten auch noch irgendwie ein Schriftstück oder sowas leuchten sehen. Ach, das ist ganz da hinten irgendwo. Gibt's hier echt gar nichts zu lesen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht muss ich hier nochmal hochkrabbeln irgendwo. Warum ich jetzt nach was zu lesen suche, ist einfach die Tatsache, dass sich da immer Hintergrundinformationen drin verbergen, die uns vielleicht schon einen kleinen Hinweis auf einen möglichen Verräter oder sowas geben könnten. Nee, ich will... Ach, dein Ernst, Alvor. Ne, okay, also hier scheint es tatsächlich nichts zu geben. Schade.
Gut, dann auf zum Archiv. Falsche Richtung hier, ne? Ich glaube, da rechts ran. Wo muss ich genau? So, da bin ich ja mal gespannt. Gegen wen geht's jetzt? Gegen die Nadel oder? Brenne wie Zunder. Ivor begibt sich ins Archiv, um hoffentlich einige Antworten zum Diebstahl christlicher Texte durch die Rote Hand zu erhalten. Audun glaubt, dies könnte das nächste Ziel der Roten Hand sein. Ja. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn hier rein? Sind wir nur deswegen hier hochgegangen? Komme ich hier nicht hoch? Oh. So, wir werfen einen Blick auf die Karte. Stell fest, da drüben gibt es ein Artefakt. Ah, okay. Das ist vielleicht nur so ein komischer Tattoo-Entwurf, den wir dann wieder jagen müssen. Hier einmal runter. Hey, wo, hä? Sie will da nicht runter. Oh. So, hochinteressante Frage. Gibt es hier einen Eingang, den wir benutzen dürfen? The archives. This must be where Arthur shuffles the council papers. Scheinbar schon. Das Obergeschoss ist noch unsicher. Wir holen die dort verwahrten Schriftrollen, wenn die Schäden behoben sind. Können wir doch mal hochschauen. Ja, hier haben wir wahrscheinlich dann irgendwie so ein Kronloch heruntergehauen, ne, und die Leiter von diesem Fenster dort aufgeschossen. Lindheim Sierzorn wurde verbessert. Das ist nicht so schlecht, ne? Die habe ich letztens benutzt auf jeden Fall. Verbesserung, du landest mehr Treffer, wenn du schneller drückst. Oh, cool. Wurfachswutstufe 2. Betroffene Gegner geraten ins Wanken inzwischen. Ja, das ist doch gut. Ah ja, genau. Das Ding benutze ich auch viel zu selten. Okay.
Leitern, die sind für Amateure. He's not here. I should look around. Gute Idee. Weapons and supplies, but not enough to arm and feed even the smallest army. Reeds, timber, food, wine. An expensive list of items to procure for a feast. Okay, vielleicht sind Waffen für zusätzliche Sicherheit während des Festes. Oder für einen kleinen gezielten Anschlag. Darf ich mal? Danke. Pile of official scrolls stamped with a seal. Ja, und wessen Siegel? That is a lot of wine. Must be for the Yuletide feast. Aber warum wird er im Archiv gelagert? Als wenn es dafür keine Lagerhallen gäbe. Thank you, Audun. I will leave with these at once. Of course. A4, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Luvina tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. The Abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help. Abbess Ingeborg, this is Eivor, our honor guest from the south. Eivor has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? Wie wurdest du hier hineingezogen? Warum bewahrst du diese Texte? Was weißt du über die Rote Hand? An abbess does not strike me as a suitable choice against a gang of ruthless bandits. It is my duty to protect the role of Christianity in our lives. Texts like this Gospel of Matthew were created for more than just perusing. They are a gift. They spread the word of God, and it is that which must be preserved, whatsoever the cost. I admire your resolve, but unless the Red Hand is dismantled, they'll continue to harm those in possession of these texts. The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them. What can you tell me? You know something else, that much is clear. The Abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion. And the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. The rectory is on the road to the minster. I should look for the bishop there. Ach, wer weiß, was sie da treiben nachts. I have the Yuletide feast to prepare for as well. Do drop by for the festivities, A4. Have a drink or two. Ja, vielleicht. What is your planning with the silver? What is your planning with the silver? Dem Silber? I have the Yuletide feast to prepare for us. Okay. Er will nichts darüber sagen. Have a drink or two. Na gut, da haben wir zumindest eine mögliche Spur, die dann halt eine Ablenkung ist oder auch nicht. Auf die andere Seite soll ich einfach nur. Na gut. Da
Kann man hier? Ich meine, über diese Brücke kommen wir sowieso. Oder? Ihr wart also sicher vergischig. Da können wir uns ja dann gleich mal ein bisschen umschauen. Ach, da oben drauf. So, das nehme ich mal an mich. So, wo muss ich hier noch hin? Ah, da gibt es echt ein Artefakt. Direkt da drüben in Blickrichtung irgendwo soll es sein. Hm. Da drüben, da muss es also irgendwie einen unterirdischen Eingang geben. Ich wollte so einmal da unter der Brücke durchfliegen eigentlich mit dem Raben. Das scheint das Spiel aber nicht so gut zu finden. Was ist denn das Artefakt da hinten? Ach, das Ganze da hinten bei den Ruinen. Okay, alles klar. Ich kann hier keinen Eingang entdecken. Hm, vielleicht hier in diesem Haus. Aber ich gucke erstmal hier drüben, was da abgeht. Da kommt man nicht rein, ne? Nee. Gibt es hier irgendwie einen versteckten Eingang? Sieht nicht so aus. Hier, das Haus sieht auch nicht so aus, als wenn man es betreten könnte. Aber warum nicht? Okay, also das haben wir schon. Oh. Das haben wir schon mal gefunden. 1300 Eisenerz, wow. Aha, und da drüben ist nämlich genau noch so ein Eingang. Aber um da reinzukommen, da hinten. Und das Artefakt zu bergen, brauchen wir so ein Ding. Das könnte ich hier wahrscheinlich auch mit dem Boot darüber bringen, ne?
Wahrscheinlich kann ich das ja einfach drin abstellen, rüberfahren, ausladen. Und dann wäre auch gut. Da oben soll ich lang. Oh, okay. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Jammergestalt hier. Nein. So, wir lassen das wie immer schön runterbrennen. Auch wenn man keine Flammen sieht, ne, kann man sich da noch entzünden. Eine Laute und ein Lederball. So, Jungs und Mädels, dann... Ach, hier oben hätte es auch welche gegeben? Nee. Nee. Okay. Ja, für heute war es das. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dem Mann hier helfen oder auch nicht. Mal sehen, ob es gelingt. Macht's gut, bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.